Vor den Länderspielen äußert sich Nationalspieler Antonio Rüdiger im großen Sport1-Exklusivinterview zu seinem Realtransfer. Dabei sah er einen Wechsel nach Spanien nie als realistisch an. Mein Traum war es immer, in der Premier League zu spielen. Real Madrid war Fantasie, etwas Größeres, aber einfach nicht nah genug für mich. So richtig realisiert habe ich das auch erst nach meinem Umzug. Ich saß dann plötzlich in meinem Haus und konnte es nicht glauben, es war ein brutal schönes Gefühl. Anders als der 29-Jährige glaubte dessen Halbbruder und Berater Sar Senesi immer schon an Rüdigers Zukunft bei den Königlichen. Er hat immer von Real Madrid gesprochen. Er war der festen Überzeugung, dass ich irgendwann dort spiele, schon zu Stuttgarter Zeiten. Trotz Gerüchten um eine Rückkehr in die Bundesliga, unter anderem zum FC Bayern München, kam diese für Rüdiger nie in Frage. Entweder ich bleibe bei Chelsea oder ich gehe zu Real. Bei den Königlichen hat Deutschlands Abwehrboss einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. 2 Monate vor Beginn der umstrittenen Fußball-WM in Katar verurteilt Bundestrainer Hansi Flick die Vergabe des Turniers an das Emirat scharf. Die Frage nach der Richtigkeit des WM-Zuschlags für Katar hätte schon viel früher beantwortet werden müssen, und zwar mit einem Nein. Dass in Katar beim Thema Menschenrechte, beim Thema Nachhaltigkeit vieles nicht stimmt, ist ja offensichtlich, sagt Flick in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Damit positioniert sich der 57-Jährige deutlicher als viele andere DFB-Offiziellen. Max Eberls Wechsel zu RB Leipzig polarisiert die Bundesliga. Mit Adi Hütter meldet sich nun auch ein ehemaliger Weggefährte aus Gladbacher Zeiten zu Wort. Wie der Ex-Trainer der Fohlen bei Sky Sport Austria berichtet, sei die Zeit nach Eberls Abgang für ihn und den Verein keine leichte gewesen. Das war für mich wie ein Schlag ins Gesicht, weil ich mit ihm das Gefühl hatte, Bäume ausreißen zu können. Dann war es ein schwieriges Jahr. Ich habe auch nicht so performt. Hütter überrascht zudem mit dem Geständnis, dass sein ehemaliger Sportdirektor ihn in dessen Rücktrittspläne schon deutlich früher, nämlich im September, eingeweiht habe. Somit stand die Entscheidung Eberls schon weitaus früher fest als bisher angenommen. Nach Eberls Rücktritt im Februar deutete sich auch schnell das Ende von Hütter an. Nach einer verpatzten Saison mit Tabellenplatz 10 trennte sich die Borussia im Mai vom Österreicher. Im Frühjahr 2024 soll in München die neue Multisportarena eröffnet werden. Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß erwartet mit der Fertigstellung der neuen Spielstätte SAP Garden den Beginn einer neuen Epoche für die Basketballer des FC Bayern. Die Arena im Münchner Olympiapark soll die Heimspielstätte der Bayern-Basketballer sowie des Eishockeyteams Red Bull München werden. Die 12.000 Zuschauer fassende Halle soll laut Hoeneß ein Aushängeschild der Stadt München werden.